Ich hab keinen Bock, ich hab keinen Bock. Sag mir nicht, was du mir bieten kannst. Such dir lieber. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Channel. Ich habe mich lange nicht gemeldet, es ist viel passiert. Ich hoffe, euch geht's gut. Und für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Rola. Und ich hab mein erstes Album veröffentlicht. Am 14. September, also vor einem Monat. Mein Album heißt 12:12. Ich erkläre euch ganz kurz, warum. Ich habe am 12.2. Geburtstag, meine Mama hat am 12.11. Geburtstag, meine beste Freundin hat am 12.7., meine andere beste Freundin am 12.9., meine andere beste Freundin am 12.10. Also so viele haben an dem 12. Geburtstag. Mein Papa hat an dem 2.12. Ja, die 12 ist einfach meine Lieblingszahl und ich sehe ganz oft diese Schnapszahlen. Meine Feature-Gäste sind Manuelsen, Baby, du weißt, der dritte Song direkt. Alex Hesch mit Akulär. Den Song kennen vielleicht einige von euch schon. Freundin mit Vanya, meine liebe Vanya. Und Chillen mit Reezy. Meine Lieblingssongs auf dem Album sind Himmel und Talfahrt, so der erste Song. Dann der letzte Song, Erinner mich, und Caroline, weil er einfach super persönlich ist und jetzt auch so zum Herbst passt und so. Es ist so mein Herzenssong. Wir hatten eine richtig coole Release-Party. Rola, Rola, Rola. Mit einer Band bin ich aufgetreten. Meine Feature-Gäste aus dem Album sind da gewesen. Jim Gordons hat uns supported. Es gab Free Drinks. Es war einfach richtig schön. Ich habe in Frankfurt gefeiert, aus der Stadt, aus der ich komme. Meine Eltern waren da, meine Freunde waren da. Danke nochmal an alle, die gekommen sind. Also falls du das siehst und du warst da, es war sehr, sehr, sehr schön mit dir. Für die, die sich das Album auch wirklich kaufen, ich weiß, heutzutage kauft man sich selten ein Album, weil wer hat einen CD-Spieler? Wir hören ja alle auf unserem Handy Musik. Aber wenn ihr euch das Album kauft, ich habe hier auch eine richtig lange Danksagung. Und ich habe das Album meinem Neffen gewidmet. Dieses Album widme ich Jeremy. Du kannst alles werden, was du willst. Und egal wie hart diese Welt ist, behalte dir dein gutmütiges und liebes Herz. Ich glaube an dich und bin für immer für dich da. Ja. Im Album sind auch noch coole Bilder, die alle der Nicolae Constantinescu gemacht hat. Und ich habe zu jedem Song nochmal so eine Kleinigkeit geschrieben. Und es gibt ein Kinderbild von mir und meinen Geschwistern hier drin. Das könnt ihr euch dann angucken, wenn ihr euch das Album kauft. Ja, das Album ist jetzt endlich raus und diese ganze Arbeit mit den ganzen Produzenten, mit den Bounce Brothers habe ich am meisten gearbeitet. Das sind so meine Haus- und Hof-Produzenten, mit denen ich alles mache. Dann T-Town, David Manning, Tino, Droops, Farhopt. Ja, und einfach alle, die mit mir da mitgearbeitet haben, alle, die die Videos gemacht haben, bin manchmal immer noch so, oh mein Gott, Rola, Erinner mich ist raus. Den Song gibt es jetzt wirklich überall. Jeder kann den Song hören. Oh mein Gott. Und wir arbeiten jetzt gerade an einer Tour. Wir planen die gerade. Könnt mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, in welche Stadt ich kommen soll. Natürlich werden wir in Frankfurt, Hamburg, Berlin. Aber da sind noch ein paar Städte, da weiß ich noch nicht so ganz. Was geht? Soll ich kommen oder nicht? Ja oder nein? Sag mir auf jeden Fall Bescheid, in welche Stadt ich kommen soll. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, in deiner Stadt zu sein. Und aber nur, wenn du auch kommst. Ja, das ist so gerade der Plan. Wir haben auch nach dem Album-Release ganz viele Interviews und Videos gedreht, die ihr euch alle angucken könnt. Ich habe mich echt lange nicht hier gemeldet. Und zum Beispiel haben wir von Chillen eine Studio-Version gemacht, Reezy und ich. Und ein paar Zigaretten. Und wir bleiben wach, bis die Sonne wieder aufgeht. Wir können vom Bett zum Bad und dann auf die Couch gehen. Dann habe ich mit hiphop.de ein Interview gemacht, mit TV Straßensound, mit Backspin. Ja, so ein paar Sachen. Wir haben mit Asos ein cooles Video gedreht. Das heißt Styles, die du nicht magst. Und allgemein einfach. Ich bin in letzter Zeit viel unterwegs. Und wir waren gestern auf der Weltpremiere von Bohemian Rhapsody. Es geht jetzt los. Ich bin in Frankfurt am Flughafen und fliege jetzt nach London zur Filmpremiere. Über Fox Kino und es war richtig krass. Das war eigentlich so meine erste Kino-Weltpremiere. Und wir waren eingeladen, auch auf dem roten Teppich, und haben uns den Film angeguckt mit Tausenden von Leuten in so einer riesen Stadion. Und es war ein echt krasser Film. Wir haben gestern noch ein bisschen London angeguckt, sind durch die Stadt gelaufen, haben Indisch gegessen. Heute dachte ich mir, ey, ich
muss euch mal ein bisschen updaten, weil ich habe auch wieder vor, ein paar neue Videos zu drehen und euch weiter auf diese Reise mitzunehmen, hier auf diesem Channel. Hier sind wir jetzt. Mein Album ist da, wir planen gerade die Tour und ich hoffe, wir sehen uns bald. Spätestens auf meiner Tour. Ich sage euch auf jeden Fall Bescheid, wann die Tour ist. Folgt mir am besten auf Instagram, da heiße ich Rollerblade, oder auf Facebook. Alle Links sind auch hier unter dem Video. Und ja, kommentiert, wie ihr mein Album findet, falls ihr es noch nicht gehört habt. Falls ihr es auch wirklich noch nicht gehört habt, kauft es euch, streamt es. Ihr könnt es überall streamen. iTunes, Amazon, Spotify, Deezer. Überall, wo ihr Musik kriegen könnt, könnt ihr auch mein Album kriegen. Es heißt 12 vor 12. Mein Name ist Rola und ich habe mich gefreut, mit euch zu quatschen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und bis bald.